Endlich ist er da. Der erste Medal of Honor-Ableger, der ausnahmsweise mal nicht im Setting des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist. Wie schon die Konkurrenzreihe Call of Duty, hat es auch das Shooter-Franchise aus dem Hause EA diesmal in die Moderne verschlagen. Während sich beide Modern Warfare-Titel aber vor einem fiktiven Hintergrund erklären mussten, machten es sich die Jungs der Danger Close Games einfach und nahmen den Nahostkonflikt in Afghanistan als Schauplatz einer Soldatengeschichte, die in insgesamt 10 Missionen aus mehreren Perspektiven der Einheit Tier 1 erzählt wird. Aber Moment mal, 10 Missionen? Das klingt nicht gerade viel. Und tatsächlich, der Verdacht, dass man es wie schon bei Call of Duty mit einem reichlich dünnen Singleplayer-Modus zu tun hat, hat sich bei uns schon nach 6,5 Stunden bestätigt. So lange haben wir nämlich zum Durchspielen der Kampagne gebraucht. Immerhin ging es in dieser Zeit, in der übrigens schon alle unsere Bildschirmtode mit einberechnet sind, angenehm abwechslungsreich zur Sache, was vor allem den variierenden Erzählperspektiven zu verdanken ist. Zu Beginn verschlägt es uns bei Nacht in die Taliban-Hochburg Gardez, in der wir inkognito einen Informanten aufspüren müssen, der uns Standorte wichtiger Stützpunkte der Organisation verrät. Saus, Us, Us! Wie so oft geht der Auftrag aber mal wieder gründlich nach hinten los und schon bald nützt auch der beste Turban und der längste Bart nichts. Ziemlich schnell wird es im Medal of Honor ziemlich laut. Diese Maxime schlägt sich übrigens auch durch das gesamte Spiel, denn leise oder gar taktische Momente findet man kaum. Mit kaum meinen wir Passagen, in denen wir beispielsweise Stromverbindungen kappen und dann mit Nachtsichtgerät und Messer verdutzte Milizen über den Jordan schicken. Den Close Combat wirft der Titel übrigens so schnell wieder über den Haufen, wie er ihn aus der Kiste gekramt hat. Den größten Teil des Spiels verbringt man im afghanischen Gebirge Shahi Kot, ob nun tagsüber auf Talhöhe oder zu später Stunde auf den vereisten Gipfeln. Bemerkenswert ist, dass jeder Ansatz von Infiltrierungsaktionen, teilweise auch auf dem Sitz von flotten ATV-Quads, nicht lange anhält und schon nach kurzer Zeit im Keim erstickt wird. So als wolle der Titel ja nicht zu langweilig wirken. Ergo, eine Kriegssimulation braucht ihr nicht zu erwarten, eher schon einen schick inszenierten, aber wenig realistischen Kriegsshooter. So wie Modern Warfare 2 eben. So kommandiert ihr gleich des öfteren Luftschläge, um ganze Siedlungen und Posten der Taliban auszuheben, oder nehmt von einem Jeep aus mit euren Maschinengewehreinheiten und die beliebten roten Fässer und Tanks aufs Korn. Selbst ein Helikopterflug an Bord des AH-64D in der Mitte des Titels bleibt spielerisch eher blass. Steuern müsst ihr das Fluggerät nicht, stattdessen haltet ihr mit eurer 30mm Gatling, Hydra-Raketen und Hellfires auf Mörser- und Luftabwehrstellungen sowie verdächtige Trucks drauf. Abermals bleibt es hier bei einer actionreichen und spannenden Inszenierung, aber reichlich wenig Anspruch. Genauso wenig Anspruch verlangen euch die feindlichen Schergen die meiste Zeit über ab. Vom Beziehen geeigneter Deckungen und nachweislich ordentlich getrunkenem Zielwasser mal abgesehen, handeln die virtuellen Taliban nicht immer ganz logisch und lassen sich oft sehr leicht flankieren. Echte taktische Glanzmomente vermag die KI leider nicht auf dem Bildschirm zu zaubern. Auf der technischen Seite kann Medal of Honor die meiste Zeit über punkten. Zwar basiert der Singleplayer-Teil auf dem doch arg bekannten Unreal Engine 3 Grundgerüst, komischerweise sieht man dies dem Titel aber gar nicht an. Ordentliche Landschaften, flüssige Animationen und wuchtige Explosionen stehen hier ganz klar auf der Haben-Seite. Auch von der Soundabteilung gibt es nur Gutes zu berichten. Allen voran natürlich ein typisch gelungener Score, diesmal leider ohne das bekannte Serienthema und deftige Waffeneffekte. Da Electronic Arts vor Release noch keinerlei Anlaufstationen bereitstellen konnte, über die wir uns den Mehrspielermodus in voller Gänze anschauen konnten, verzichten wir trotz Closed und Open Beta noch auf eine Beurteilung und somit auch auf eine finale Rezension von Medal of Honor. Mit dem Einzelspielermodus allein hat man sich aber keinen wirklichen Gefallen getan. Es geht zwar derbe zur Sache, aber unterm Strich bleibt nur ein schick verpackter, aber seelenloser Solokampf gegen die Taliban übrig. Und obendrauf noch einer, der vor US-Pathos nur so trägt.